Sachen erzählt, die auch dieses undeutliche Sprechen. Das hat mich, die Stadt Duisburg hat mich wirklich angeschrieben, ob ich nicht einen Vortrag halten kann bei der Uni Duisburg für Menschen, die in einer beruflichen Situation sind, wo sie unterdrückt werden. Dass man sich auf diese Art und Weise wehren kann. 98% Frauen, steht da wirklich drin. Ja? Ich habe ja immer dieses Undeutliche, ich habe das damals mal erfunden, weil mir Leute in eine Kneipe auf den Sack gingen. Die kamen, ey Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast auch wie ein Mixer voll in, ne? Wisst ihr, ne? Sehr. Ja, muss ja mit dem Fliegen, oder? Ne? Der kann ja dem Gespräch nicht folgen, der lässt mich in Ruhe. Und das kann man auf jeder Arbeit machen, wenn euch einer nicht versteht. Perfekt. Ja? Und ich soll das erklären, wie das funktioniert. Und da können wir heute mal üben. Und ihr müsst üben. Wenn ihr habt alle Leute hier nicht leiden könnt. Ihr seid auf einer Familienfeier. Bei mir ist es Tante Gabi gewesen. Die gibt bestimmt noch keinen Kontakt mehr. Ich habe jetzt Erfolg. Aber wir waren auf dem 80. Geburtstag vom Opa. Und Tante Gabi, die wird es im Nachhinein noch abtreiben. Mindestens sagen, das ist nicht richtig. Ne? Man muss sie reklamieren, das ist so. Ja? Und die hat eine Fresse am Kopf gehabt. Und Markus, arbeitest du endlich? Oh, ich bin jetzt bei Markauf. Auch eine ABM-Maßnahme? Klatsch. Ne? Kannst du auf dem Geburtstag vom Opa nicht machen. Aber bin ich dann, nö, ich habe am vom Ziel gerumpt. Hört sich doch gut an. Okay. Ihr bekommt jeden weg, der euch auf die Eier geht. Auf der Arbeit oder wer weiß was. Gerade auf der Arbeit. Der Chef kommt immer wieder rein. Sind Leute heute mit dem Chef hier? Nein, niemand ist mit dem Chef hier. Keiner traut sich, mit dem Chef rauszugehen. Mach Licht an, keiner. Wer? Niemand, ne? Es ist eben so. Oder man traut sich nicht zusammen, weil der Chef dann meckert Montag. Niemand. Gestern war einer, ja, ich bin mit meinem Chef hier. Was macht der? Ich bin Bestatter. Okay. Da hast du ein ruhiges Verhältnis. Aber sonst geht man mit dem Chef nicht raus, weil der Chef kommt auf der Arbeit, gerade in diesen großen Büros, in irgendeinem Hochhaus oder was, und jeden Tag diesen einen Witz und du musst lachen, weil du sonst den Job verlierst. Immer, wie gefällt dir die neue Stellung? Telefon drückt im Kreuz. Jeden Tag dieser alten Scheißwitz. Und du musst lachen. Ja, und dann kommt der aber, Frau Müller, du bist Anwaltsgehilfin, und sagt er, wo ist der Fall mit dem umgeknickten Baum? Ja, den habe ich doch gestern gefunden. Gar nichts über dir. Na so. Der denkt ja, der hat einen am Helm. Du holst dich aus jeder Nummer raus. Geht euch einer auf den Sack, zack, direkt undeutlich sprechen. Üben, üben, üben. Grundgesetz ist immer so, die ersten 3, 4 Wörter darf es geben, danach werden Konsonanten und Vokale bunt gemischt. Ihr macht das morgen, geht mal hier in eine Fußgängerzone, kommt euch einer entgegen, hör mal, bist du nicht der gestern viel Kram installiert? Nee, da war mein Bruder. Hä? Den hast du weg.